Chainlink wird 1000 Dollar erreichen und einen sehr starken Anstieg erleben. In dem heutigen Video stelle ich euch Chainlink vor, was dieses Projekt vorhat und schon erreicht hat und was meine persönliche Meinung dazu ist. Schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Schluss an, denn am Ende erkläre ich euch, ob Chainlink die 1000 Dollar erreichen kann. Doch bevor wir anfangen, lasst schnell ein Like und ein Abo da, damit ihr in der Zukunft auf jeden Fall benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Zudem könnt ihr mir auch gerne auf Instagram und Telegram folgen, der Link ist in der Videobeschreibung. Das Ganze ist natürlich meine persönliche Meinung und keine Anlagenberatung. Ihr müsst euch nochmals selber informieren und euch eure eigene Meinung bilden. Damit ihr versteht, was Chainlink für ein Projekt ist, müsst ihr erstmal verstehen, was für ein Problem Chainlink eigentlich lösen will. Chainlink löst das Problem des Zugangs zu vertrauenswürdigen und zuverlässigen Daten für Smart Contracts auf der Blockchain. Smart Contracts sind Programme, die auf der Blockchain ausgeführt werden und die Bedingungen eines Vertrages automatisch erfüllen können, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Das Problem ist, dass Smart Contracts auf der Blockchain keine direkte Verbindung zur Außenwelt haben. Um auf externe Daten zugreifen zu können, benötigen sie einen Orakel, das diese Daten bereitstellt. Es ist jedoch schwierig, einen Orakel zu finden, den man vertrauen kann, da sie anfällig für Manipulationen und Angriffe sind. Und genau da kommt Chainlink ins Spiel. Chainlink bietet eine Lösung für dieses Problem, indem es ein dezentrales Netzwerk von Orakel bereitstellt, die auf der Blockchain basieren und in der Lage sind, vertrauenswürdige und zuverlässige Daten bereitzustellen. Dies erhöht die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Smart Contracts erheblich und ermöglicht es, komplexe Geschäftsprozesse und Verträge zu automatisieren, die auf externe Daten angewiesen sind. Darüber hinaus löst Chainlink auch das Problem der Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains. Derzeit gibt es viele verschiedene Blockchains, die jeweils unterschiedliche Funktionen und Anwendungsfälle haben. Allerdings können sie nicht direkt miteinander kommunizieren, was die Möglichkeit einschränkt, Anwendungen und Geschäftsprozesse zu entwickeln, die auf mehreren Blockchains arbeiten. Chainlink hat jedoch ein Netzwerk von Oracle aufgebaut, das in der Lage ist, Daten und Transaktionen zwischen verschiedenen Blockchains zu übertragen und zu synchronisieren. Dadurch können Anwendungen und Geschäftsprozesse entwickelt werden, die auf mehreren Blockchains arbeiten und die Vorteile jeder einzelnen nutzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Chainlink ein Schlüsselbaustein für die Entwicklung von Blockchain-Anwendungen und Lösungen ist. Da es das Problem der Datenzugriffs und der Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains löst. Es ermöglicht die Entwicklung von automatisierten und vertrauenswürdigen Geschäftsprozessen, die auf einer dezentralen und sicheren Infrastruktur aufbauen. Schreibt mir jetzt schon mal unten in die Kommentare, was ihr von Chainlink haltet und welche Preise eurer Meinung nach Link erreichen kann. Denn die native Währung von Chainlink ist Link, welches für viele verschiedene Anwendungsfälle im Netzwerk verwendet wird, unter anderem als Zahlungsmittel, um Knotenbetreiber, Oracle und Datenanbieter auf dem Chainlink-Netzwerk zu bezahlen. Es wird auch als Belohnung für die Betreiber von Knotenpunkten ausgegeben, die Daten liefern und Transaktionen auf dem Netzwerk verarbeiten. Ein weiterer Anwendungsfall von der Währung ist natürlich auch die Governance. Link wird auch für die Governance-Zwecke verwendet, wie zum Beispiel für die Abstimmung über Verbesserungsvorschläge und die Änderung von Netzwerkparametern. Die Inhaber von Link-Token können ihre Stimme abgeben, um somit einen Einfluss auf die Entwicklung und Verwaltung des Netzwerks zu haben. Und ein weiterer Anwendungsfall vom Link-Token ist natürlich auch die Sicherheit. Link wird auch als eine Sicherheitsmaßnahme verwendet, um die Integrität und die Sicherheit des Netzwerks zu gewährleisten. Knotenbetreiber müssen eine bestimmte Anzahl von Link-Token als Einsatz hinterlegen, um sicherzustellen, dass sie das Netzwerk nicht missbrauchen oder betrügen. Wenn ein Knotenbetreiber gegen die Regeln verstößt, kann sein Einsatz konfisziert werden. Natürlich hat Chainlink auch sehr viele strategische Partnerschaften, unter anderem auch mit Google. Chainlink hat eine Partnerschaft mit Google, um das Google Cloud-Angebot für Entwickler von Smart Contracts zu erweitern. Die Zusammenarbeit zielt darauf hinab, die Entwicklung von Blockchain-Anwendungen zu erleichtern, indem Entwickler auf Chainlink-Tools und Dienste zugreifen können. Zu einem weiteren Partner von Chainlink zählt auch Oracle. Im Jahre 2020 gab Oracle bekannt, dass es Chainlink als bevorzugten Anbieter von Orakeln für die Integration in ihre Blockchain-Produkte nutzen wird. Die Zusammenarbeit zielt darauf hinab, Unternehmen dabei zu helfen, Smart Contracts und Blockchain-Technologie
in ihren Geschäftsprozessen zu integrieren. Und zu seinem großen Partner von Chainlink zählt natürlich Swift. Im selben Jahr kündigte Chainlink eine Partnerschaft mit Swift an, einem der größten Zahlungsnetzwerke der Welt. Die Zusammenarbeit soll die Integration von Swift in Blockchain-Netzwerken erleichtern und Unternehmen helfen, Zahlungen effizienter und schneller abzuwickeln. Und natürlich hat Chainlink auch noch sehr, sehr viele weitere Partnerschaften mit sehr vielen verschiedenen Kryptowährungen. Das würde aber leider den Rahmen für dieses Video sprengen. Meiner Meinung nach ist Chainlink eines der besten Kryptoprojekte. Sie lösen ein sehr, sehr großes Problem in der Kryptowelt und haben zudem auch noch sehr große Partnerschaften. Ich kann mir gut vorstellen, dass Chainlink eine sehr gute Zukunft haben wird und natürlich auch sehr starke Anstiege erleben wird. Denn ein wichtiger Fokus von Chainlink liegt darauf, seine Technologie in traditionellen Finanzmärkten zu integrieren, um Unternehmen eine zuverlässige und sichere Möglichkeit zu bieten, auf Echtzeit-Finanzdaten zuzugreifen und diese in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren. Darüber hinaus plant Chainlink, seine Präsenz in der DeFi-Branche weiter auszubauen und seine Technologie in verschiedenen DeFi-Plattformen wie Uniswap, Aave und Compound zu integrieren, um die Verwendung von Oracle-Daten in Smart Contracts zu erleichtern. Ich persönlich bin von Chainlink sehr überzeugt. Das Projekt hat, wie schon erwähnt, sehr viele gute Partnerschaften und das Problem, was sie lösen wollen, ist wirklich ein sehr wichtiges Problem. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Chainlink in der Zukunft wirklich sehr gefragt sein wird. Und ich persönlich bin auch gut in Link investiert. Wir haben aktuell gute Preise zum Nachkaufen. Ich persönlich werde noch ein bisschen nachkaufen. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3 Milliarden. Das Projekt ist auf Rang 19 laut CoinMarketCap. Das Allzeithoch von diesem Projekt lag ungefähr bei der 47-Dollar-Marke rum. Und ob Chainlink die 1000 Dollar erreichen kann, das wird uns natürlich die Zeit sagen. Wie sehr Chainlink in verschiedenen Unternehmen arbeitet, wie viele Partnerschaften sie abschließen, das wird uns natürlich irgendwann mal in der Zukunft begegnen, hoffentlich, denn dann kann Chainlink auch sehr gute Preise erreichen. Ob es jetzt die 1000 Dollar sein wird, das kann euch keiner sagen, nicht ich, niemand anderes, niemand hat eine Glaskugel, das wird uns, wie gesagt, die Zeit zeigen. Ich werde aber auf jeden Fall, wenn Chainlink die 100 Dollar erreicht hat, anfangen etwas zu verkaufen, natürlich immer mehr, je höher die Preise steigen. Ab so 200-300 Euro werde ich auf jeden Fall alles verkauft haben und hoffen, dass wir dann wieder gute Preise zum Einkaufen finden. Das Ganze ist, wie schon erwähnt, meine persönliche Meinung und meine eigene Strategie. Ihr müsst das nicht so wie ich machen, ihr müsst euch nur nochmals informieren und euch eure eigene Meinung bilden. Schaut euch dieses Projekt nochmals genauer an, schaut euch die Partnerschaften an, denn dann könnt ihr euch nochmals Gedanken machen, ob ihr in dieses Projekt investieren wollt oder nicht. Wenn ihr aber wissen wollt, wo ihr Link kaufen könnt, dann kann ich euch meinen Partner Maxi empfehlen. Zudem bekommt ihr auch noch den 50 Dollar KYC Bonus, wenn ihr euch unten in der Videobeschreibung über meinen Link anmeldet. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt. Vergesst nicht zu abonnieren und damit sage ich bis zum nächsten Mal, Crypto Alphabet.